Ja, hätte, wenn, aber. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans. Und mein Name ist immer noch Thorsten und wir spielen immer noch dieses wundersame Spiel hier in der Liga. Oder man könnte auch sagen, ja, heul leise. Also es war ja klar, dass wir hier beim Clan Free-to-Play so eine Hit-Up-Woche haben, also Hit-Up-Wochen. Ja, viele sprechen ja auch in anderen Ligen von China-Wochen, ja, wo deutsche Clans, ich sag mal, nur mit Chinesen-Clans gemaxt werden oder gematcht werden, so muss man es ja sagen. Und kommt halt immer, glaube ich, auch ganz drauf an, auf den Suchzeitraum, ob man früh sucht, ob man spät sucht, zu welcher Uhrzeit man sucht und so weiter. Und ob dann auch andere suchen, so muss man es ja auch sagen. Und naja, aber wir gucken jetzt mal hier so einen typischen Hit-Up hier von 11 auf 12 an. Und ja, hätte, wenn, aber, das kommt ja immer wieder. Ich meine, das kommt auch bei mir. Das kommt dann auch auf mich zu. Ja, hättest du mal und wenn und aber. Aber hätte ich das so gespielt hier, dann hätte man mir sicherlich gesagt, warum spielst du keine Safe Blimp? Denn das kann man hier eigentlich auch mit einer Safe Blimp schaffen. Aber so hat der Zwölfer es dann doch hier geschafft. Und unten nochmal die Tornado-Falle hier am King. Dann kam der gegnerische King mit dazu. Und mit einer Safe Blimp, mit ein paar Sneaky Goblins da drin. Kann ich mir vorstellen, fällt dann auch so ein Rathaus, wenn man denn schon nicht so gut funneln kann. Also jetzt vom Base-Design her, dass der Rathaus 11 mit 260 Truppen hier die doch sehr große Base hier funneln muss, um irgendwie Richtung Rathaus zu kommen. Aber so eine Safe Blimp, die fliegt ja nun mal einfach so dahin, ne? Aber wie gesagt, hätte, wenn. Und wenn ich das so gemacht hätte, dann hätte ich mir sicherlich einen Spruch anhören müssen. Tutu, wieso spielst du keine Safe Blimp? Aber, oh ja, ist halt so. War aber der vergangene Krieg. Also immerhin haben wir diese Woche schon einen gewonnen. Hier bei Free-to-Play. Und wenn denn alle angreifen, es greifen nicht immer alle an, warum auch, dann werden wir die Liga hier auch überstehen. Ihr seht das, wir sind guter Vierter. Wir haben ein gesundes Polster nach unten hier auf den 6., 7., 8. und haben ein gesundes Polster nach oben auf den ersten und zweiten Gegner. Der Rest ist, muss ich mal so sagen, mehr recht als schlecht hier. Und irgendwie schaffen es denn auch die Clan-Member, auf 8 Sterne zu kommen. Ihr seht, einige sind schon ganz, ganz nah dran. Ich meine, du musst natürlich dann immer in der einen Woche hier in den 7 Spieltagen, wenn man denn 7 Spieltage hat. Es gibt ja auch Clans, die haben keine 7 Spieltage, sondern hatte ich ja auch schon nur 5 Spieltage. Und da muss man dann irgendwie zusehen, dass man seine Sterne irgendwie macht. Je nachdem mit, ja, entweder mit Hit-Ups oder aber wir machen dann halt unten die Bases zu, die dann offen bleiben. Und um da möglichst viele Sterne dann rauszuholen, ich denke mal, da geht ihr ganz, ganz ähnlich vor. Und hier fliegen schon wieder die ersten Sterne, oder war das jetzt ein Stern? Oh ne, das war der Nügen da. Das war hier der Nügen auf die 30, 30 auf 30, ja. Manchmal geht auch der Gegenüber, also Rathaus 9 auf Rathaus 9. Und das ist aber eher selten. Ich mache gleich auch noch einen 9er Angriff, mal wieder ein bisschen live hier in den Aufnahmen. Ist ja auch nicht so schlecht. Dann könnt ihr auf jeden Fall keine Kommentare schreiben, hättest du man und wenn und wäre. Hätte, wenn, ja. Ihr mir dann bloß nicht schreibt, irgendwas in die Kommentare. Bin ich gar nicht gewohnt. Also schreibt sie bitte auch nicht, da muss ich auch keine Kommentare beantworten. Das ist eigentlich sehr vorteilhaft. Wenn ihr keine Kommentare schreibt, muss ich keine Kommentare beantworten oder komme nicht in die Pflicht, überhaupt mal einen Kommentar zu beantworten, wenn keiner da ist. Auf mein letztes Video gab es einen Kommentar. Wahnsinn. Da muss ich mir jetzt noch eine Antwort für zu überlegen. Aber für einen Kommentar unter einem meiner Videos kann ich mir auch 3-4 Tage Zeit lassen, um da die passende Antwort rauszusuchen. Ich habe ja keinen Zeitdruck. Es sind ja jetzt nicht 20 Anfragen oder 20 Kommentare, wo ich auch eine Antwort drauf hätte. So kann ich dann 3-4 Tage mir Zeit lassen, um da diesen einen Kommentar auf meinem letzten Video vom Montag zu hinterlassen. Das ist kein Genöle, ne? Das ist kein Genöle, das ist Real Talk, also das meine ich jetzt wirklich so. Wenn ihr so schreibvoll seid, dann seid das bitte nach wie vor, dann bin ich auch schreibvoll. Okay, hat aber ganz gut gemacht hier mit seinem so Halbsui, würde ich mal so sagen. Irgendwie hat er dann den Drachen auch kaputt gekriegt.
Ja, kann man so machen. Chinesentaktik habe ich das früher mal genannt. Einfach so rüber spammen hier. Geht aber nicht allen so. Ihr seht auch, hier haben wir wieder etliches an Einsterner zu verzeichnen. Aber auch ein paar Dreisterner. Es geht ja auch ganz, ganz gut gegenüber. Der Freiherr hat auch sein Gegenüber als Rathaus 10. Aber wie gesagt, das sind so Sachen, die sind selten. Thales hat schon wieder mit 98% hier wieder einen Zehner machen müssen. Der auch ganz schön starke Luftabwehren als Rathaus 9 dann unbedingt da rauf zu gehen, ist sicherlich nicht schlecht. Thales ist ein ganz guter Angreifer, was Rathaus 9 angeht, aber oftmals fehlt es an der Zeit, vor allen Dingen, wenn du auf die 10er Basis angreifen musst, die ja doch ein bisschen größer ist. Sie hat ja noch mal ein paar Mauern mehr, also sage ich sag mal so ein Compartment mehr, und so ein Compartment, das frisst dann auch Zeit, denn du musst ja irgendwo. Oh, da hatte auch gleich Pech, dass die Queen schön außen rumläuft. Jawohl, bloß nicht reingehen. Jetzt eine Mauer machen, ne? Ah, ne, sie macht jetzt erst den Magierturm und dann, oder erst die Queen und dann den Magierturm, aber sie wird jetzt trotzdem dann weitergehen, wahrscheinlich zum Lager. Ah ja, sehr schade, aber das kannst du halt vorher, du machst der Queen immer die Lücke dort und dann geht sie trotzdem nicht rein. Das heißt, das kostet noch mehr Zeit. Jetzt sind die Heiler gleich parallel laufen zur Queen. Das heißt, da ist jetzt gleich der Fokus drauf. Er muss jetzt noch mal wuten. Hat er auch gemacht. Aber ihr seht schon unten 2 Minuten. Das kostet alles unheimlich viel Zeit und Nerven hier. Hätte er die Mauerbrecher anders gesetzt, wären die auch woanders hingegangen. Nur weißt du es nicht vorher und du willst ja den irgendwie mit deiner Queen reinbrechen. Aber schafft er das jetzt? Jetzt sieht es aber ganz gut aus, dass sie Richtung Luftabwehr geht hier. Und die erste Luftabwehr ist damit dann auch schon down, bevor seine Heiler down sind. Denn die sind ja jetzt nicht so stark für eine ausgemaxte auf Rathaus 10 lebende Luftabwehr. Es lässt aber noch ziemlich lange laufen und 1,30. Ihr seht schon, da ist viel Base noch über. Und er muss jetzt mit dem Luftpart kommen. Sonst hat er wirklich am Ende ein kleines Problem. Lässt ja auch gleich 2 Hunde auf eine Luftabwehr erstmal fliegen, weil die doch, wie gesagt, etwas stärker ist. Also da müsst ihr immer dran denken, wenn ihr Hit habt, dass die Gebäude unter Umständen alle so ein paar Trefferpunkte mehr haben. Und das klaut euch unter Umständen die Zeit, weil ein Ballon muss vielleicht einmal mehr abwerfen und die Queen braucht einen Schuss mehr beim Queen Charge, wenn die Gebäude Max sind. Das sind alles so kleine Dinge, da denkt man erst später dran, weil man sich dann so nach dem Motto, oh, Time Fail, warum? Ja, war doch ein guter Angriff. Ihr seht das hier, der letzte Hund platzt ihm sogar auch noch, beziehungsweise, nee, eben nicht. Der ist ihm nicht geplatzt, also war sein Passing hier für die Loons sehr, sehr gut. Und der letzte geht aber wirklich nicht mehr auf, da auch nicht vom Bogenschützenturm. Ah, das ist sehr ärgerlich, da fehlen ihm dann die Welpen und dann war das, glaube ich, mal wieder ein Zeitfehler hier. Aber das ist, glaube ich, nur ein Zeitfehler, denn es ist alles down. Nur der letzte Lava-Hund dort ist nicht geplatzt und der macht ja so gut wie, ich gefühlt, null Schaden an allem. Weil der hat ja auch nur die Aufgabe, hier die Luftabwehr zu tanken und auch andere Einheiten dann zu tanken, wenn keine Luftabwehr mehr da ist. Jetzt war eben keine mehr da. Und dementsprechend hat er hier einen Zeitfehler hingelegt. Ja, das meinte ich. Aber ich meine, war trotzdem klasse Angriff hier. Der Rathaus-Szener, wohlgemerkt, hatte keine Infernos. Also noch einer, der meinte, er müsse ein Andy spielen. Und so geht das hier Tag auf Tag ab, wo sich die Leute hier oben Gedanken machen, wie greife ich hier eigentlich an und wie greife ich hier mal nicht an. Oder aber kann ich vielleicht unten angreifen? Einige sagen sich von Anfang an, ich warte mal ganz, ganz lange, bis die hier unten irgendwas gemacht haben, um hier vielleicht den einen oder anderen Stern noch hier rauszuholen. Zippe hier 10 auf 10 mit 94% ein Stern. Okay, da ist alles ums Rathaus, nur das Rathaus nicht. Und deswegen kann man da vielleicht kann man da dann als Elfer noch ausbügeln, bevor man dann hier oben jetzt ein Stern holt und hier unten, denn die 2 Sterne hier offen lässt, wo man vielleicht 3 Sterne holen könnte, also nochmal 2 mehr auf den Zähler hier. Aber gegen den Clan sieht das eigentlich ganz gut aus. Die stehen auch noch unter uns. Und das soll auch so bleiben, hoffe ich mal. Aber mal sehen. Wir haben hier heute mit der Lela diese Basic zu machen. Und die finde ich jetzt nicht so schwer. Da gehen wir geschwind wieder mit einem Queen Walk Lalo. Also das ist so ein bisschen auch meine Lieblingsstrategie hier im Rathaus 9 Bereich. Im Rathaus 10 und 11 Bereich bin ich im Moment in der Findung, wo es darum geht,
dass man ein bisschen was mit den neuen Truppen macht, also mit dem neuen Lock Launcher oder auch mit den Super Magiern und Unsichtbarkeitszauber. Okay, als Rathaus 10 habe ich jetzt keinen, aber als Rathaus 11 habe ich ja meinen eigenen. Und da bin ich im Moment ein bisschen in der Findung, euch da was Cooles zu zeigen, beziehungsweise einfach mal was Nettes anderes auszuprobieren. Und dort diese neuen Sachen einfach mal auch in Szene zu setzen. Ist aber schwer, man weicht immer sehr wenig. Also ich vor allen Dingen in diesen Rathausstufen weiche immer sehr, sehr wenig von meinen eigentlich vermeintlichen netten Taktiken ab. Oder eher selten ab. Und ich versuche halt hier die gegnerische Queen mit meiner Queen rauszubekommen. Und dann irgendwann Lalo-Paar zu starten. Ich meine, die Klambo kommt sofort. Da kommt sicherlich auch wieder ein dicker Drache raus oder so. Kann ich mir vorstellen. Aber erstmal lasse ich mir ein paar Truppen geben. Und dann fordere ich eben mal an. Farmen Max ist das. Naja, der Haken ist da drin. Ja, manchmal muss man sich fragen, wenn man jetzt ganz, ganz spät angreift und keiner von unseren hohen Accounts ist mehr da, dass man dann sagt, unter Umständen, okay, ich kriege heute Nacht keine Max-Truppen mehr, muss aber noch angreifen, dann macht man vielleicht den Haken raus, weil man sieht, andere sind aber da, die können das auch spenden. Ja, wie gesagt, das nur so als Tipp für euch, also immer Max hier zu fordern und wenn es denn gar nicht geht, dann kriegt man halt nicht Max. Mein Gott, Leute, das war ja jetzt nicht immer so, dass man da so einen Haken reinmachen konnte. Und früher musste man einfach auch ganz klar mit dem leben, was man hatte. Ich bin ja aber mit dem Avatar. Ich gebe mir mal eben Truppen. Und dann machen wir hier unseren Live-Angriff. In der laufenden Liga ist ja jetzt genau Halbzeit. Also passt eigentlich auch. Mittwoch ist Halbzeit der Woche. Und vierte Spieltag hier ist auch so ziemlich Halbzeit der Liga. Nun ja, ich hoffe, mit hätte, wenn, aber kommen wir hier in jedem Fall weiter. Und dann lass uns auch mal angreifen. So, da ist die 26. Nochmal eben drauf geschaut. Klambu kommt ganz, ganz früh. Da muss ich ein bisschen dran denken. Bombenturm ist hier auf der Ecke. Da werden wahrscheinlich meine Mauerbrecher hingehen, wenn ich den Bombenturm erstmal stehen lasse. Oder sie gehen halt auf dieses kleine Stück Mauer. Das kann natürlich auch sein. Da steht aber jetzt kein Gebäude hinter. Müssen wir mal gucken, wo wir unsere Mauerbrecher hier reinbekommen. Ich meine, ich könnte die auch ganz, ganz weglassen. Und fange einfach hier hinten an. Da komme ich vielleicht auch ein bisschen näher an die. Komme ich auch näher an die Queen ran. Ach so, oh, Truppen. Toto. Ja, Truppen. In der Tat. Lass mich mal eben Truppen geben. Ich hatte jetzt schon gedacht, ich hätte mir eigentlich schon Truppen gegeben. Habe ich aber wohl noch nicht. Dann müssen wir uns hier eben mal befüllen lassen. Dauert nur eine Sekunde, Leute. Ich bin mit AFA hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Dann baue ich eben mal nach. Das kennt ihr sicherlich aus den Livestreams, dass ich ab und zu mal auf mein Handy dann glotze. Und dann können wir jetzt aber angreifen. Jetzt habe ich meine 6 Loons hier. Also gehen wir doch ganz locker hier oben, würde ich sagen, rein. Ach komm, Toto. Ah, Glück gehabt, Leute. Glück gehabt. Glück gehabt. Hätte, wenn, aber. Mann, Mann, Mann. Jetzt habe ich meine normale Truppe gar nicht verballert. Fast hätte ich jetzt den großen, großen Fehler begangen und hätte diese Base angegriffen. Ja, hätte. Und da ist schon wieder dies hätte. Und hätte diese Base angegriffen. Und dann hätte ich aber auch den ganzen Hohn und Spott auf mir. Deswegen nehmen wir jetzt auch nur die Truppen und nicht die Helden. Dann pennen die Helden schon wieder. Und das möchte ich nicht. So. Kommen wir hier dann rein. Achso, oh, da ist auch ein Drache. Ah, das sehe ich ja jetzt erst. Da ist auch ein Drache, alles klar. Das sehe ich ja jetzt erst, aber der ist auch Geschichte. Das haben meine Magier sehr, sehr schön gemacht. Und jetzt müssen sich nur die Pekkas hier um den dunklen Pott kümmern. Denn den brauchen wir noch ein bisschen. Wir müssen hier ein bisschen Helden leveln noch bei der Lela. Und dann nehmen wir das Dunkle immer mit. Und auch die Mitte hier ist ja eine schöne Farmbase. 47 Dunkles hat er noch. 35% ist natürlich irre wenig. Keine Frage, mit Helden schafft man da ein bisschen mehr. Und ja, damit ich jetzt dann auch meinen Angriff, obwohl ich könnte, die könnten vielleicht noch das eine oder andere Lager schaffen. Der hat nämlich jetzt beide Bohrer im Bau. Da ist jetzt noch so ein bisschen Dunkles drin, so ein ganz kleines bisschen, aber auch nur 42. Mal sehen, ob wir hier noch einen zweiten Stern vielleicht kriegen. 43, 44, 45, 46. Ah, das wird schwierig. Das wird schwierig. So, 44. Ich guck mal gerade, ich nehme doch mal einen Helden. Dass ich hier noch gerade den zweiten Stern reinbekomme, Leute. Also ein bisschen mehr Zerstörung.
und der King und meine Queen, die zünd ich mal. Dann sind die noch in ihrer... So, da haben wir... Zack. Da haben wir den gemacht. Ich glaube, irgendwas mussten wir da ja nach wie vor hier in dem Pass spielen. Beziehungsweise, ah nee, wir mussten nur so viel Truppen raushauen. Ich hoffe, dass die Helden auch immer mit dazu zählen. Das weiß ich nämlich gar nicht. Aber jetzt können wir in jedem Fall los. Beide Helden sind on top. Also können wir jetzt in die 6, jetzt endlich in die 26 gehen. Boah, hätte ich da nicht aufgepasst. Dann hätte ich den jetzt mit dieser Armee angreifen müssen. Aber das wollte ich natürlich vermeiden. Ich wollte mit dieser Armee angreifen. Und dann gehen wir mal rein. So, hier unten kann ich schon mal so ein Bogi setzen und hier oben auch. Dann machen die das da schon mal und hier fangen wir mit unserer Queen an. Jetzt kriegt sie Beschuss, dann können die Heiler auch anfangen zu heilen. Ich muss jetzt nur mal sehen, wo ich denn eigentlich jetzt reinbrechen könnte. Opfer ich jetzt meinen King? Ich opfer hier mal meinen King, Leute. Ich opfer hier mal meinen King. So, dass... der jetzt natürlich nach da geht, gar keine Frage, was natürlich sehr ärgerlich ist. Aber wir können hier reinbrechen. Den muss ich jetzt mal gerade opfern. Die Queen muss ich dessen nur annehmen. Das wäre ganz schick, dass sie das macht. Meine Queen muss natürlich überleben. Und der Drache muss ich jetzt nochmal eben drehen. Die restlichen Mauerbrecher gehen auch durch. Ach komm, wer ist denn da hinten noch? Oh, da muss das, jetzt muss ich erst mit meiner Queen natürlich den Drachen machen. Das kostet jetzt auch gerade ein bisschen Zeit, Leute. Ich weiß. Aber noch haben wir vor allen Dingen keine Luftabwehr hier bekommen. So, ich nehme mal jetzt zwei Magier hier für den Drachen. Das müsste eigentlich reichen. Das reicht auch. Und dann kann ich jetzt mit dem Lalo-Part hier anfangen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und einen Hund lassen wir mal von hier durchfliegen. Einen lassen wir von hier durchfliegen. Hier außen nehmen wir mal die anderen Loons mit rein. 1, 2 dort. Und den Eil nicht vergessen, clean abzusetzen, Toti. Nein, meine ich. Und im Moment sieht das noch ganz gut aus. Ich muss allerdings jetzt gleich meine Queen wohl zünden. Denn die kriegt gerade Besuch dort vom König. Und hier außen noch einen Loon gesetzt und vielleicht einen Magier, dass das Außenlager auch weggeht. Hier hinten haben wir noch was offen und da haben wir auch noch was offen und dann sieht das ganz gut aus. Also kein Timefail 9 auf 9. Ja Leute, das ist irgendwie so ein bisschen so meine Kombi. Also mit der Hätte-Kombi hätte ich jetzt auch nichts geschafft hier. Aber mit der Kombi hier schafft man doch ganz, ganz gut was. Man muss halt nur aufpassen, dass die Queen am Leben bleibt und dass das Passing der Loons vielleicht ganz gut ist, aber die Base hat sich jetzt einfach mal so ein bisschen dazu angeboten, das so zu machen. Und dann kann ich jetzt auch meine anderen trainieren. Wir hatten in der Zeit jetzt keinen Angriff mehr nach Nügen und dann will ich mal sehen, dass ich jetzt hier mit den Zehnern ein bisschen zugange komme und auch mit meinen Elfern in den anderen Clans, denn abends wird es mir dann doch ein bisschen eng, denn heute Abend, ich hatte ja gesagt, wir sind hier jetzt mitten, ja auch wirklich mitten, ne, guck mal, auch wirklich mittig unten, das Schwert ist genau auf der Mittellinie hier, also wir sind mitten in der Liga und wir sind auch mitten in der Woche, das wisst ihr heute Abend sicherlich im Livestream und dann können wir dort alles weiter bereden beziehungsweise können natürlich auch ein bisschen Clash of Clans spielen. Bis dahin Leute, danke fürs Zuschauen und bitte keine Kommentare, da muss auch keine beantworten. Bis dahin, euer Toto, Clashed.